Jugend Hackt ist ein Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche, während andere Initiativen wie Jugend forscht oder Jugend musiziert seit Jahren vom Bund gefördert werden, findet im Bereich Förderung von jungen softwarebegeisterten Programmiertalenten halt noch viel zu wenig statt. Deswegen gibt es dieses gemeinnützige Förderprogramm, das insbesondere Jugendliche vernetzen soll und fördern soll. Meine Schule ist sehr konservativ, kann ich sagen, also altsprachig und musikalisch. Also wir haben kein IT, keine Informatik in der Schule und deswegen habe ich mich selber dazu entschlossen, in die Richtung zu gehen und habe mir alles selber beigebracht. Unser Projekt heißt Moin Refugees. Mithilfe dieser App können Bürger einerseits den Flüchtlingen helfen, also sie erfahren dann, wo die Flüchtlinge sich befinden, wo sie helfen können, wie sie helfen können. Andererseits ist sie auch gleichzeitig noch eine weitere App und die zweite App ist für die Flüchtlinge selber, dass die, also soweit sie Smartphones besitzen, die App benutzen können und somit dann zum Beispiel im Notfall auch sofort die Polizei rufen können, Krankenhäuser in der Nähe finden und alles, was sie zum derzeitigen Leben brauchen, ja, vor Augen haben. Die Veranstaltung ist extrem wichtig, gerade um junge Menschen dazu zu bringen, out of the box zu denken und ihnen zu zeigen, sie müssen nicht wie viele andere Erwachsene stur in ihren Schemata denken, sondern das macht ja auch eine Hackerin und einen Hacker aus. Out of the box denken, eine kreative Lösung für ein Problem zu finden. Man kann mit Technik nicht alle sozialen Probleme lösen, aber man kann dazu beitragen, sie zu lösen. Schwerpunkt hier in Hamburg ist Gaming, wir haben auch eine Kooperation mit der Play, also der Messe für kreatives Computerspielen, für Programmieren und deswegen haben wir auch ganz viele Hardware-Gadgets hier zum Ausprobieren. Wir programmieren uns eine Software, ein Programm, das gegen das Schummeln in Computerspielen ist. Das ist mittlerweile leider ein sehr großes Problem geworden, gerade in vielen Spielen, wo es sehr viel um Teamtaktik geht, wo es hohe Preisgelder gibt. Und um sowas dann zu verhindern, wollen wir nun etwas erschaffen, was dagegen eingesetzt werden kann. Normalerweise ist diese Maus direkt am PC angeschlossen. Dadurch, da wir aber nun unsere Maus nehmen und über ein externes Gerät laufen lassen, können wir das Ganze abgleichen mit den spielinternen Daten und können sagen, dieser Spieler schummelt, dieser nicht. Ich finde es ganz cool, dass man irgendwie nochmal außerschulisch was machen kann und sein eigenes Projekt verwirklichen kann und dass man irgendwie was Richtiges macht, weil in der Schule macht man irgendwie eine Website, aber die benutzt man dann nie irgendwie, also die ist dann auch nicht online und hier schon. Hier hat man zum Beispiel immer Zugriff auf alles Mögliche, was man braucht. Hier sind sehr viele Mentoren, die einem wirklich sehr viel helfen können. Und ich finde auch die Leute, die hier beim Jugend Hackt mitmachen, sind alle sehr kompetente Leute, mit denen man sich gut unterhalten kann. Es macht mir wirklich Spaß, hier zu sein. Die Jugendlichen sind mit ganz viel Begeisterung und super tollen Ideen hier angereist. Und wir hoffen, dass sie nach diesem Wochenende noch viel begeisterter wieder nach Hause fahren und vor allem vernetzter ganz viele neue Freunde kennengelernt haben, neue Technologien kennengelernt haben, weitere Skills ausgebaut haben, ganz viel dazugelernt haben.